Hallöchen und herzlich willkommen bei Sonntags mit Lillis. Wie ihr seht, machen wir heute etwas, wozu wir gar nicht viele Medien brauchen, beziehungsweise gar nicht viele Werkzeuge brauchen, denn wir werden heute Buntstift-Lettering machen. Wir brauchen dafür Buntstifte und eventuell einen Bleistift. Wenn ihr habt, könnt ihr euch auch einen hellgrauen Brushpen zur Seite legen und eventuell einen Radiergummi, wenn ihr mit Bleistift vorzeichnet. Papier verwende ich von Kensen, das Mix Media Imaging. Das ist ja, wie der Name schon sagt, man kann mit verschiedenen Medien und Materialien darauf arbeiten und deswegen entscheide ich mich immer gerne dafür. Genau, ich möchte euch heute zeigen, wie ich mit den Buntstiften ein Lettering mache und wie ich da auch ein Blending mit Buntstiften mache. Das ist nämlich gar nicht so kompliziert. Finde ich sogar teilweise noch einfacher als mit wasserbasierten Farben bzw. Brushpens. Genau, hier ist meine Vorlage bzw. meine getüftelte Idee. Und wir werden aber hier ganz verschiedene Worte heute schreiben, denn ihr könnt beim Buntstift-Lettering verschiedene Schriften anwenden. Ihr könnt sowohl eine Script-Schrift, also eine Art Schreibschrift anwenden. Ihr könnt aber auch mit ganz verschiedenen Buchstaben, die total kreativ gestaltet sind, ganz einfache Blockbuchstaben. Ihr könnt aber auch ganz normale Serif- oder Sans-Serif-Schrift benutzen. Das ist euch ganz überlassen. Also ihr müsst da gar keine spezielle Schrift beherrschen. Denn wie gesagt, mit Buntstiften ist man da wirklich ganz flexibel. Ich will euch ganz kurz zeigen, was ich für Buntstifte benutze, beziehungsweise was ich da habe. Denn eigentlich kann man es mit jedem Buntstift machen. Wichtig ist halt immer nur, dass sie gut pigmentiert sind. Das heißt, dass sie auch wirklich eine kräftige Farbe haben. Denn mit Buntstiften kann man sowohl sehr helle Farben erzeugen, als auch sehr kräftige Farben. Und wenn ein Buntstift an und für sich schon sehr wenig Pigmente hat, bleibt er sehr hell und man kann keine richtigen kräftigen Farben damit erzeugen. Ich habe hier welche von Faber-Castell, die kriegt man, glaube ich, auch in jedem Supermarkt. Und von denen bin ich eigentlich auch sehr überzeugt. Die machen sich wirklich gut, die sind auch nicht so teuer. Dann habe ich hier noch eine ganze Reihe liegen von Koh-i-Noor. Ich war damals sehr fasziniert von denen, denn die haben keine Holzummantelung. Das ist quasi die reine Mine, die hier ist. Dann habe ich hier noch von Faber-Castell die Albrecht Dürer. Die sind genauso wie die Color Grip wasservermalbar. Dann habe ich hier noch einen Bleistift liegen, einen hellgrauen Brushpen. Und dann habe ich hier auch noch einen Stift, mit dem man verwischen kann, beiliegen. Ich möchte euch beide Varianten zeigen. Dafür nehme ich es mal hochkant. Wir werden auf jeden Fall ein Wort mit Bleistift vorschreiben und ein Wort mit dem Brushpen vorschreiben. Wie gesagt, ich wollte euch gerne verschiedene Schriftstile und Arten halt auch zeigen, die ihr mit einem Buntstift-Lettering umsetzen könnt. Wir nehmen einfach mal ganz simple Worte, auch gar nicht großartig verziert. Es geht halt wirklich nur um die Technik, nicht um den Inhalt des Wortes, obwohl die auch bei mir meistens nicht eine tiefere Bedeutung haben, aber ich würde jetzt nicht einfach sinnlos ein Wort aufschreiben, wenn ich mit dem Wort selber nicht wirklich was anfangen kann. Hier empfehle ich euch mit dem Radierer ein bisschen den Bleistift wegzuradieren, damit es nicht mehr im Vordergrund steht. Und hier entscheide ich mich jetzt für einen für Grün. Ich nehme in der Regel, wenn ich verblende, mal drei verschiedene Töne. Die sollten aus der gleichen Farb, die könnten aus der gleichen Farbfamilie sein. Ich entscheide mich jetzt hier bei der Hoffnung aber für Grün, denn ich finde, die passen da sehr gut zusammen. Und fange, wie gesagt, auch mit der hellen Farbe an. Das, was ich mit Bleistift vorgeschrieben habe, ist quasi meine Vorlage, wonach ich mich richte. Bin aber trotzdem immer noch flexibel, wie ich die Buchstaben gestalte. Ich kann sie jetzt hier natürlich kalligrafisch in der falschen Kalligrafie mit dem abgesenkten Strich fetter machen. Ich drücke jetzt hier auch gar nicht so doll auf. Bin da recht locker. Thank you.
verschiedene Druckbuchstaben. Die mache ich allgemein ein bisschen fetter. Wir quasi die erste Schicht mit dem Grün durch. Jetzt gehe ich eine Nuance dunkler. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden, ihr könnt es entweder von unten nach oben dunkel verblenden, so wie ich es jetzt bei dem hier machen. Ihr könnt aber auch natürlich stellenweise verblenden. Aber ich mache es jetzt hier mal von unten nach oben. Ich fange unten an und gehe quasi so ein bisschen nach oben und werde nach oben hin mit dem Buntstift etwas lockerer. Also ich drücke da nicht mehr ganz so doll auf, so dass ich so einen weichen Übergang schaffe. Hier auch wieder schön langsam hoch. Ihr könnt aber auch, was eine andere Möglichkeit wäre, hier mit dem Weichzeichner hier etwas weicher zeichnen. Oder ihr habt die Möglichkeit, mit dem helleren Grün quasi hier auch noch mal das weicher zu zeichnen. Ja. So, machen wir weiter mit dem. In den Blockbuchstaben mache ich es jetzt von oben nach unten, so dass quasi das Dunkle aus der Mitte herauskommt. Ne? Sieht man das die erste Schicht quasi vom Blending schon ganz gut, aber ich setze dem Ganzen noch ein bisschen was auf und gehe mit einem noch dunkleren Grün noch mal drauf. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr nur zwei Grüntöne habt, in der Regel sind bei solchen Paketen immer nur zwei Farbtöne mit drin. Wenn ihr mit dem dunkleren Grün nicht ganz aufgedrückt habt, dann könnt ihr jetzt quasi mit dem dunkleren Grün noch mal ein bisschen mehr aufdrücken, um noch eine Stufe der Dunkelheit zu schaffen. Ja, aber ich habe jetzt hier noch ein dunkleres Grün und das benutze ich jetzt für die dritte Stufe vom Blending quasi. Hier gehe ich jetzt natürlich nicht so weit hoch, wie ich mit dem zweiten Grünton bin. Mit dem bin ich ungefähr bis hier und bleibe im unteren Drittel. Ihr müsst euch das gedanklich so ein bisschen in verschiedene Drittel aufteilen. Als Hilfestellung mit dem Buntstift kann ich euch nur sagen, dass ihr nicht in gleichem Druck, sondern ihr macht wie so eine Schwungbewegung, als wenn ihr irgendwas auskratzen wollt. Ja, also ihr bleibt nicht quasi in gleicher Linie gleich, sondern ihr zieht den Stift quasi am Ende so ein Stückchen hoch, ja, damit das Ende der Linie quasi ein bisschen weicher bleibt. Das quasi vom Blending das erste Wort fertig. Da wir ja auch gar nicht viele Mittel benutzen, könnt ihr jetzt zum Beispiel mit dem Bleistift auch hier noch einen leichten Schatten setzen. Wenn ihr einen sehr bleichen Bleistift habt, dann könnt ihr auch mit dem Weichzeichner den Bleistift
Bleistift ein bisschen hier verwischen. Das ist aber eine unsaubere Kante auf der Seite, wo das Wort nicht steht. Der Vorteil auch beim Buntstift-Lettering ist, dass ihr eigentlich in der Regel selten was verwischen könnt. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt immer irgendwie was abdecken, ne? Beim Blush-Lettering oder wenn ihr mit wasserbasierten Farben arbeitet, empfiehlt es sich immer, das Motiv unter der Hand abzudecken. Wenn ihr noch einen weißen Stift für Effekte da vielleicht zur Hand habt, so zum Beispiel den Uniball, könnt ihr auch gerne hier noch ein paar Lichteffekte reinsetzen. Macht sich auf Buntstiften, muss ich ganz ehrlich sagen, aber besonders gut. Und dann ist das erste Lettering fertig. Die Hoffnung in Grüntönen. Beim zweiten Lettering möchte ich euch zeigen, wie ihr das mit dem Brush Pen vorzeichnen könnt, falls ihr euch nicht ganz so sicher seid, nur eine Linie mit dem Bleistift vorzuzeichnen. Mit dem Brush Pen könnt ihr ganz normal, wie auch beim Blending, womit wir uns auch noch mal beschäftigen werden, das Wort vorschreiben. Wir nehmen jetzt hier auch gar kein kompliziertes Wort. Sondern das Wort Mut. Wie gesagt, vorgeschrieben mit dem Brush Pen. Und zum Mut, falls ihr, ganz kurz ein Zwischentipp, falls ihr Farbinspiration sucht, kann ich euch empfehlen, einen Farbkreis zu benutzen. Denn hier werden euch auf ganz simple Weise Farbharmonien vorgeschlagen. Ihr könnt hier im Dreiklang und auch im Vierklang oder halt auch als Komplementärfarbe verschiedene Farbtöne aussuchen. Ne? Das kann man ja so schön drehen. Es gibt auch noch eine andere Seite. Aber hier ist halt auch schön der Dreiklang und der Vierklang eingezeichnet. Und da kann man auch schön zwischen den Farben wählen. Und wie gesagt, ich benutze ja mal gerne drei Farben. Jetzt würde ich nämlich, hier haben wir ja mit der Farbharmonie gearbeitet, dass wir aus einer gleichen Farbfamilie drei verschiedene Farben oder drei Farbtöne genommen haben. Und jetzt würde ich halt drei verschiedene Farben benutzen. Und zwar bin ich eigentlich immer sehr gerne auch ein rosa Fan. Das haben wir hier beim Rot. Und wenn wir da jetzt in den Dreiklang gehen, können wir uns jetzt entweder für gebrochene Komplementärfarben entscheiden oder halt für den Dreiklang. Und ich sag mal, wir machen den Dreiklang. Wir haben hier ein rosa. Dann haben wir beim Dreiklang noch ein hellblau. Und die dritte Farbe wäre quasi ein Gelb. Mag ich sehr gerne diese Farbgruppe, Farbkombination. So, hier ist es jetzt völlig egal, mit welcher Farbe ihr anfangt. Na, bleibst du liegen. Ich fange jetzt hier einfach mal mit dem Rosa an.
Und hier verhält es sich genauso wie oben, ne? Also ihr könnt, um kräftige Farben zu erzeugen, ordentlich aufdrücken, aber zum Ende werdet ein bisschen seichter mit der Farbe, damit ihr einen schönen Übergang schaffen könnt. Dann machen wir hier weiter mit Blau. Ja, schön leicht, dann kriegt ihr einen schönen Farbübergang. Empfiehlt sich immer, mit einer helleren Farbe in eine dunklere reinzugehen als umgedreht. Aber hier sieht man dann auch schön den Übergang. Und da gehe ich jetzt wirklich in der Reihenfolge, wie ich angefangen habe, mache ich hier jetzt weiter. Wort Nummer 2. Und auch hier könnt ihr den Schatten mit dem Bleistift oder halt mit dem Brushpen setzen. Ich mache es hier nochmal mit dem Bleistift, weil mir das oben so gut gefällt. Und wenn ihr mögt, mit ein paar abweckenden Highlights. Und so haben wir auch ein zweites Lettering fertig. Ich hoffe, ich kann euch damit inspirieren und dass ihr den Mut findet, auch mal ein Buntstift-Lettering zu zaubern. Materialien können ganz unterschiedliche genutzt werden. Das müssen keine hochqualitativen Buntstifte sein, die extrem teuer sind. Guckt vielleicht mal, wenn ihr Kinder habt, im Kinderzimmer, und da werdet ihr bestimmt auch fündig mit Buntstiften und probiert es einfach mal aus. Es macht unglaublich Spaß und
Man braucht einfach nicht so viel Material wie Pinsel und Wasser und Tücher und muss nicht so viel bereitlegen. Man braucht halt einfach nur ein paar Buntstifte. Also setzt euch ran, probiert es unbedingt mal aus. Teilt eure Ergebnisse gerne in den sozialen Medien mit dem Hashtag Sonntags mit Lillis. Dann sehe ich die auch und dann werde ich sie auf jeden Fall auch teilen. Dann war es das schon mit uns zusammen diesen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Da kommen wieder drei Themen ein Bild und da freue ich mich schon sehr und es wird für alle wieder eine große Überraschung. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und habt's fein. Tschüss!